Wir gucken uns einen gedämpften elektrischen Schwingkreis an. Sie haben also eine Kapazität C, Sie haben eine Induktivität L und verbinden die nicht direkt untenrum miteinander, sondern Sie haben auch noch einen ohmschen Widerstand drinnen, R. Vielleicht hätte die Induktivität in die Mitte nehmen sollen, auch egal, kein Unterschied. So, das wäre ein gedämpfter elektrischer Schwingkreis. Dafür hätte ich jetzt gerne eine Differentialgleichung für Strom und Spannung natürlich an den verschiedenen Bauelementen und die lösen wir dann. Schreiben Sie mal auf, was Sie jetzt ablesen können über Strom und Spannung. Der Strom ist also überall gleich. Wenn ich den hier I von T schreibe ich mal ausdrücklich. Ich schreibe groß I, wenn Sie schreiben klein I, sagen Sie ja Wechselstrom. Vielleicht habe ich einen Gleichstromanteil drin. Ich schreibe mal groß I von T, so ganz physikalisch. Dann habe ich aber auch hier groß I von T und ich habe auch hier groß I von T und hier hinten dasselbe wie da vorne. Ein Strom. Und dann nehme ich jetzt im Verbraucherzählfallsystem drei Spannungen. Die Spannung hier über dem Widerstand in Richtung mit dem Strom, Verbraucherzählfallsystem, dass ich hier direkt ohmsches Gesetz hinschreiben kann, ohne Minuszeichen. Das nenne ich mal die Spannung U von T über dem Widerstand. Dann habe ich hier die Spannung U von T über dem Kondensator und hier die Spannung U von T über der Induktivität. Was wissen Sie über diese drei Spannungen? So, die Summe von den dreien ist also 0. Die Spannung über dem Widerstand plus die Spannung über dem Kondensator plus die Spannung über der Induktivität. Na toll, wenn ich jetzt Platz hätte, ist gleich 0 oder 0 Volt, wenn Sie wollen. Die Maschenregel. Hier haben Sie eine Masche. Wenn Sie einmal rumgehen in der Masche, müssen Sie sich die Spannungen zu 0 addieren. Oder wenn Sie es anders aufzeichnen, vielleicht ist es leichter zu verstehen, wenn Sie das einfach anders aufzeichnen. Wir haben unseren Widerstand, dann haben wir unseren Kondensator und hier hinten auf der Seite haben wir unsere Induktivität. Wenn Sie die beiden Spannungen addieren über Widerstand und Kondensator, kriegen Sie minus die Spannung über der Induktivität raus. So können Sie es auch sich überlegen. Diese Summe ist gleich minus das, was über der Induktivität gelegen hat. Ich habe ja hier die Spannung über den Widerstand so rum, die Spannung über dem Kondensator so rum. Und jetzt bin ich hier bei dem Anfang von dem Pfeil angekommen, die Spannung über der Induktivität so rum. Die Summe dieser beiden Pfeile ist minus dem Pfeil. So würden Sie es auch kriegen. Oder sonst eben die Maschenregel. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Größen, deren Zeitverlauf wir wissen wollen. Den Strom und zwei Spannungen. Und die dritte Spannung gibt es dann geschenkt, weil die Summe der Spannungen 0 sein muss. Jetzt steht hier noch nichts von Differentialgleichungen und überhaupt von Beziehungen zwischen Strömen und Spannungen. Wir fangen natürlich mit dem Ohmschen Gesetz an. Das frage ich Sie jetzt nicht, das wissen Sie. Also die Spannung über dem Widerstand, abhängig von der Zeit, ist R mal I, abhängig von der Zeit, weil das im Verbraucherzählfallsystem ist. Wenn Sie den Strom andersrum messen oder die Spannung andersrum messen, kriegen Sie Minus. Das sieht ein bisschen ungeschickt aus. Alle beiden anderen hier sind auch im Verbraucherzählfallsystem. Was wissen Sie über die Kapazität? Was wissen Sie über die Induktivität? Strom und Spannung. Jetzt brauchen wir Differentialgleichungen. Nicht nachschlagen, einmal nachdenken. Das kriegen Sie so hingeschrieben. Einfach durch Nachdenken. Was für Differentialgleichungen weiß ich jetzt für Kapazität und Induktivität? Gehen wir über die Ladung. Die Ladung ist ja nichts, was ich jetzt direkt hier messe. Ich messe Strom und Spannung, aber gehen wir über die Ladung auf einer der Platten, in Anführungszeichen, des Kondensators. Wie groß ist die Ladung? Die ist Kapazität mal Spannung. Wenn Sie die Kapazität verdoppeln, einen doppelt so großen Kondensator nehmen, haben Sie bei gleicher Spannung die doppelte Ladung. Das fühlt sich richtig an. Und jetzt leite ich ab. Was passiert, wenn ich beide Seiten nach der Zeit ableite? Wenn Sie die Ladung ableiten, kriegen Sie den Strom raus. Wenn Sie Kapazität mal Spannung ableiten, Konstante mal Spannung, kriegen Sie hier C mal U Punkt. Das wäre die Gleichung, die ich gerne gehabt hätte für den Kondensator. Wir gucken gleich nochmal nach den Vorzeichen beim Ableiten. Ist das auch richtig, wenn ich jetzt die Ladung ableite, dass ich dann den Strom rauskriege und nicht minus den Strom? Ich schreibe erstmal hin, was ich hier behaupte. Dass der Strom abhängig von der Zeit gleich ist, die Kapazität mal die Ableitung der Spannung über dem Kondensator im Verbraucherzählfallsystem. Jetzt einmal nochmal nachdenken mit den Vorzeichen. Das ist ein heikler Punkt, den man in komplizierteren Schaltungen dann gerne mal übersieht. Wenn die Spannung steigt, kriege ich hier raus, dass der Strom positiv ist. Das ist gut. Wenn diese Spannung hier steigt, fließt hier ein positiver Strom rein. Das sieht vorzeichentechnisch gut aus. Damit haben wir die Kapazität. Was haben wir jetzt mit der Induktivität? Sie wissen natürlich, bei der Induktivität ist alles andersrum. Man könnte jetzt direkt raten. Auf jeden Fall
muss hier was stehen, dass ich den Strom ableite und die Spannung rauskriege. UL von T, das brauche ich bei der Induktivität. Die müssen miteinander zusammenhängen, also anders, die rollen genau andersrum. Die Induktivität wehrt sich gegen eine Stromänderung. Wenn sich dieser Strom ändert, kriegen Sie bei der Induktivität eine Gegenspannung. Wenn dieser Strom wächst, wenn der raufgeht, dieser Strom, wird die Spannung über der Induktivität größer. Wenn Sie einen ohmschen Widerstand hätten, würde weniger dann da durchfließen. Das passt vom Vorzeichen. Hier kriegen Sie kein negatives Vorzeichen. Jetzt L. Wo schreibe ich L hin? Links oder rechts? Was passiert, wenn Sie eine große Spule haben? Wenn Sie sich das überlegen, wissen Sie, ob das L nach links oder nach rechts kommt. Vielleicht kann ich angucken, was passiert, wenn die Induktivität sehr groß ist, sondern was passiert, wenn die Induktivität winzig ist. Wenn Sie dieses Bauteil haben, so mit einer Schlaufe drin, eine winzige Induktivität, dann haben Sie praktisch ein Stück Draht. Und vom Stück Draht wissen Sie, die Spannung ist null. Ich ignoriere ja hier den ohmschen Anteil. Bei dem Stück Draht ist die Spannung null. Bei diesem Bauteil hier mit einer winzigen Induktivität ist die Spannung auch null. Da muss null rauskommen auf der linken Seite. Es muss null auf der rechten Seite gestanden haben. L mal I Punkt. L ist praktisch null. Sie multiplizieren die Ableitung des Stroms damit und kriegen null raus. Wenn L auf der linken Seite gestanden hätte, würde es nicht hinhauen. So sieht das aus. Das wären unsere drei Grundgleichungen. Und jetzt versuchen Sie mal eine Differentialgleichung für den Strom hinzubekommen. Immer noch meine Spannungen hier alle rumfliegen. Versuchen Sie es mal zu reduzieren, alles zusammenzupacken, zu reduzieren, dass Sie eine Differentialgleichung kriegen, in der nur noch der Strom steht. Ich habe vier Gleichungen, das sind überhaupt lineare Gleichungen, nebenbei bemerkt. Und versuche, Spannungen loszuwerden, dass hoffentlich nur noch der Strom übrig bleibt. Hier sehen Sie UR. Da sehen Sie UR. Können Sie da oben einsetzen. Hier oben können Sie für UR, R mal I, einsetzen, die Gleichung streichen und Sie sind UR los geworden. Für UL können Sie unsere Gleichung hier einsetzen, da oben einsetzen und Sie sind UL los geworden. Da schreibe ich schon mal hin. Eine Gleichung bleibt über. Also was wir jetzt haben ist R mal I von T, den hier, plus UC von T, plus der hier ist L mal I Punkt von T, gleich 0. Schön, UR ist weg, UL ist weg, UC ist noch drinnen. Das Ärgerliche ist, von UC habe ich nur eine Gleichung für die Ableitung. Sie fragen schon, können wir integrieren, aber dann wäre es natürlich keine Differentialgleichung mehr. Ich habe diese Gleichung für UC, Punkt leider nur. Und ich habe diese Gleichung, in der UC vorkommt. Wie können Sie diese beiden Gleichungen jetzt miteinander verbinden? Trick 17. Hatten wir eben eigentlich schon mal in gewisser Weise bei der Ladung. So, Sie leiten die rechte ab. R mal I Punkt plus UC Punkt plus L mal I 2 Punkt ist 0. Ich schreibe es nochmal darunter. Also aus dieser Gleichung folgt, dass R mal I Punkt von T plus UC Punkt von T plus L mal I 2 Punkt. Plötzlich haben wir eine zweite Ableitung drin. Gleich 0 ist, indem ich einfach links und rechts abgeleitet habe. 0 abgeleitet ist 0. Und jetzt habe ich eine Chance. UC setze ich nun ein und bekomme damit R mal I Punkt von T plus, jetzt kommt mein UC, das ist also 1 durch C I von T plus L mal I 2 Punkt von T ist gleich 0. Vielleicht sollte ich das einmal so ein bisschen sortieren. Ich nehme das L I 2 Punkt nach vorne, damit es ein bisschen sortiert ist. Also L mal I 2 Punkt von T plus bla 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 ist gleich 0. Eine Differentialgleichung für eine Funktion, nämlich den Strom. Und jetzt sind wir in der Mathematik. Hier haben Sie eine Differentialgleichung bekannter Art. L ist eine Konstante, R ist eine Konstante, C ist eine Konstante. Finden Sie die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. So, eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Vielleicht schreibe ich es tatsächlich nochmal daneben. Differentialgleichung zweiter Ordnung. Sie ist linear. Hier steht nichts von wegen i Quadrat oder i Punkt mal i 2 Punkt. Ja, sie ist homogen. Weil sie linear ist, kann ich mir Gedanken darüber machen, ob sie homogen ist oder nicht. Sie ist homogen, aber sie ist nicht homogen, weil da gleich 0 steht. Stellen Sie sich vor, hier stünde bla 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 plus Sinus von 3t. Dann stünde da immer noch gleich 0, aber sie wäre inhomogen.
merken Sie sich bitte nicht für homogen, dass da gleich 0 steht. Eine lineare Differentialgleichung ist dann homogen, wenn nirgendwo was drinsteht von wegen eine Funktion von ihrer unabhängigen Variablen oder eine Konstante und nicht mal i. Wenn hier stünde mal i, wäre es homogen. Wenn da stünde mal i Punkt, wäre es homogen. Wenn da aber nur stünde plus Sinus von 3t, wäre es inhomogen. Dieser Ausdruck würde es inhomogen machen. Die Frage ist, ob alle Größen, die Sie hier haben, ein Vielfaches von der gesuchten Funktion einer ihrer Ableitungen sind. Ich sollte sagen, alle Größen, die Sie hier addieren, links oder rechts. So, Andu, wir haben hier keinen Sinus von 3t drin, das nimmt man wieder weg. Es ist homogen und wir haben konstante Koeffizienten, L, R, 1 durch C. Und dann gibt es ein Lösungsrezept, das haben Sie alle gefunden. Das Lösungsrezept ist, dass ich ansetze, der Strom abhängig von der Zeit ist E hoch Lambda mal die Zeit. Man könnte hier vorne noch eine Konstante davor schreiben, aber die dichten wir gleich sowieso dazu. E hoch Lambda mal die Zeit. Und ich befürchte dann schon mal, dass dieses Lambda komplex sein wird. Das Ding heißt ja nicht umsonst Schwingkreis. Es wird wohl gerne mal ein komplexes Lambda haben, sodass das Ganze hier anfängt zu schwingen. Das einsetzen, dann kriegen wir zweimal abgeleitet, das Lambda zweimal nach vorne, L mal Lambda Quadrat, E hoch Lambda mal T plus R mal das Lambda einmal nach vorne, Lambda mal E hoch Lambda mal T plus 1 durch C E hoch Lambda mal T ist gleich 0. Was passiert, wenn ich einsetze? Sie teilen durch E hoch Lambda mal T, links wie rechts, wo die 0 stehen bleibt. Und jetzt haben wir eine quadratische Gleichung. Ich teile noch durch das L, damit das Normalform wird. Lambda Quadrat plus R durch L mal Lambda plus 1 durch L mal C ist gleich 0. Und jetzt kommt die PQ-Formel. Lambda wird also werden minus, den halbieren, minus R durch 2L plus minus, das hier vorne quadrieren, R Quadrat durch 4 L Quadrat minus den minus 1 durch LC. Das wird mein Lambda werden. Wann wird dieses Lambda eigentlich komplex? Ich erwarte doch, das Ding heißt Schwingkreis, ich erwarte Schwingungen, ich erwarte ein komplexes Lambda, das nachher dieses E hoch Lambda mal T, was drinnen hat wie Sinus und Cosinus, weil hier dieses Lambda ein I drinnen hat. Wann wird das hier eigentlich komplex? Wir müssen uns also die Wurzel hier angucken. Hier vorne, R durch 2L, da wird nichts komplex. Die Wurzel ist spannend. Wann steht unter der Wurzel etwas Negatives? Wenn der letzte Term gewinnt. Wenn der erste Term gewinnt, steht unter der Wurzel nichts Negatives. Und es bleibt absurderweise reell. Wenn Sie einen großen Widerstand haben oder eine kleine Induktivität haben, gewinnt der erste Term hier. Lambda bleibt reell und Sie haben keine Schwingungen. Wenn Sie einen sehr kleinen Widerstand haben oder eine sehr große Induktivität haben, steht was Negatives unter der Wurzel, weil der erste Term hier verliert und der zweite Term gewinnt. Das Ganze wird komplex und Sie haben Schwingungen. Es gibt noch einen Grenzfall, wenn hier genau 0 unter der Wurzel steht. Das müsste man jetzt eigentlich streng mathematisch beachten. Ich schreibe es mal hier so als Anmerkung daneben. In der wahren Physik werden Sie es nicht schaffen, dass genau 0 unter der Wurzel steht, aber rein mathematisch müsste man aufpassen. Vorsicht, wenn 0 unter der Wurzel, dann müsste ich ja anders dran gehen. Erinnern Sie sich, was dann passiert? Was würde passieren, wenn Sie hier eine 0 unter der Wurzel haben? Hier kriegen wir also im Regelfall zwei verschiedene Lösungen. Ich schreibe mal Lambda 1, 2. Wenn unter der Wurzel keine 0 steht, kriegen wir zwei verschiedene Lösungen. Nicht unbedingt komplexe Lösungen, aber auf jeden Fall zwei verschiedene Lösungen. Es sei denn, unter der Wurzel steht eine 0, dann kriegen wir nur eine Lösung. Machen wir mal gerade mit dem üblichen Fall weiter. Wenn nicht 0 unter der Wurzel steht und ich habe zwei Lösungen, was ist dann die allgemeine Lösung? Wie kann man sie dann hinschreiben? Die allgemeine Lösung für i, wie sieht die aus? Und was passiert in dem anderen Fall hier? Wenn 0 unter der Wurzel steht, was ist dann die allgemeine Lösung? Wie kann man die dann hinschreiben? Sie kriegen für das Lambda 1 irgendeine Zahl raus mit Einheiten. Dann ist e hoch Lambda 1 mal die Zeit eine Lösung. Unser Ansatz war e hoch Lambda mal t. Wir haben Lambda bestimmt, Sie rechnen zurück. Ja, wird funktionieren. Das wird eine Lösung sein. Aber dann ist auch irgendein Vielfaches davon eine Lösung. Wenn Sie sich die Differentialgleichung angucken, wenn Sie statt i
das 23-fache von i einsetzen, kriegen Sie auf der linken Seite das 23-fache raus, also das 23-fache von 0. Toll. Weil die linear und homogen ist, darf ich die eine gefundene Lösung mit irgendeiner beliebigen Konstanten multiplizieren. Und jetzt haben wir noch eine andere Lösung, nämlich e hoch Lambda 2 mal t. Sie setzen hier das Minuszeichen ein, kriegen einen anderen Wert für Lambda raus. Der für sich wäre eine Lösung. Ein beliebiges Vielfaches davon wäre eine Lösung. Und Sie können noch das addieren, was wir eben hatten. Die Summe zweier Lösungen ist auch wieder eine Lösung, weil das eine lineare homogene Differentialgleichung ist. Wenn Sie eine Lösung gefunden haben hiervon und noch eine davon gefunden haben und Sie bilden dann die Summe, steht hier die Summe der zweiten Ableitung, hier die Summe der ersten Ableitung, hier die Summe der Funktionen und es kommt 0 plus 0 raus. Das funktioniert also, weil es eine lineare homogene Differentialgleichung ist. Sie können Lösungen mischen, Sie können Linearkombinationen, beliebige Linearkombinationen von Lösungen bilden und haben wieder eine. A und B können Sie beliebig wählen, so dass Ihre Anfangsbedingung erfüllt ist. So, das war Teil 1. Aber wenn eine 0 unter der Wurzel steht, ist das ja blöd, weil dann ist Lambda 1 gleich Lambda 2. Lambda ist gleich bla plus minus Wurzel 0. Diese beiden Lambdas sind gleich. Wenn Sie das so hinschreiben, wir kriegen ja nur ein Lambda raus, dann ist es offensichtlicher Unsinn, dann nochmal e hoch Lambda mal t dahinter zu schreiben. Das ist nichts Neues. Man muss sich erinnern, da gab es den Spezialfall t mal e hoch Lambda mal t. Das war dieser etwas komische Spezialfall. Könnte man sich tatsächlich auch anschaulicher überlegen, wenn man hier Grenzwerte bildet, was passiert, wenn Lambda 1 und Lambda 2 langsam gleich werden, kann man tatsächlich dann sehen, dass dann hier so ein Faktor t übrig bleibt, wenn man es raffiniert zusammenfasst. Oder man merkt sich diese Spezialregel. Wenn Sie nur ein Lambda rausbekommen und nur ein zweites brauchen, sozusagen, eine zweite Lösung brauchen, dann können Sie t mal e hoch Lambda mal t nehmen für die zweite Lösung. Im aperiodischen Grenzfall kriegen Sie also so eine etwas komische Lösung raus. Wobei man in der Wirklichkeit ja niemals so genau zielen kann mit seinen Bauteilen hier, dass genau 0 unter der Wurzel steht. Also im wahren Leben sehen Sie das, aber es kommt eben dem hier beliebig nahe. Was im wahren Leben spannend ist, ist, entweder steht was Negatives unter der Wurzel oder was Positives steht unter der Wurzel. Das mit der 0 kommt ja nicht wirklich vor, weil man nicht so genau zielen kann. Wenn was Negatives unter der Wurzel steht, wenn Wert unter der Wurzel negativ, ich schreibe das mal so, dieser Ausdruck, wenn der negativ ist, was kann ich dann ablesen für meine Lösungen? Hier steht was Negatives unter der Wurzel, was wissen Sie dann über Lambda und was wissen Sie über Ihre Lösungen? Dann wissen Sie, dass die Lambdas sein müssen, minus r durch 2l, das ist reell, negativ reell, plus minus, unter der Wurzel steht was Negatives, das heißt die Wurzel wird komplex. Hier steht i mal eine reelle Zahl, ich schreibe das jetzt wirklich mal so händewedelnd. Das passiert mit den Lambdas. Unter der Wurzel was Negatives, die Wurzel wird i mal irgendwas, in Einheiten natürlich, hier noch Einheiten dazu, jetzt keine Lust hinzuschreiben, davor steht eine reelle Zahl. Was sagen mir jetzt diese Lambdas, zwei verschiedene Lambdas, die kann ich hier einsetzen, was kann ich jetzt hieraus ablesen? Den setze ich da oben ein für das Lambda. Dann kriegen Sie einmal minus eine reelle Zahl aus Einheiten mal t. Das ist ein exponentieller Abfall. Dieses hier sorgt für einen exponentiellen Abfall in dem e hoch Lambda 1t, in dem da hinten auch. Und dieses hier, Euler, e hoch i mal irgendwas mal die Zeit, sorgt für Sinus und Cosinus. Oszillation schreibe ich da mal hin. Also Sie kriegen eine abklingende Schwingung. Sie können hier jetzt sogar sagen, wie schnell die Schwingung abklingt. Wenn der Widerstand groß ist, steht hier minus eine große Zahl. Der Widerstand groß im Verhältnis zur Induktivität, dann steht hier eine stark negative Zahl. Dann ist der Abfall schnell. Klar, wenn Sie da einen dicken Widerstand einbauen, merken Sie nicht mehr viel davon. Dann klingt das schnell ab. Und hier hinten steht i, reelle Zahl, mal die Zeit, wie schnell das Ganze oszilliert. Vielleicht sollte ich wirklich sagen, reelle Zahl, damit das für mich in der Physik nicht so schmerzt, mal 1 durch Sekunde. So sind die Einheiten ja gleich. Mal die Zeit. Hier oben muss das einheitslos sein. I mal reelle Zahl mal 1 durch Sekunde steht da einheitsmäßig. Der sagt, wie schnell das oszilliert. Wir können das sogar noch hübscher machen. Dieses hier ist die Kreisfrequenz Omega. Sie haben da I mal Omega mal T stehen. Die Wurzel hier
wird Ihre Kreisfrequenz werden. Das können Sie direkt ablesen. Also Sie rechnen diese Lambdas aus und dann können Sie direkt ablesen, wie schnell klingt Ihre Schwingung ab und mit welcher Frequenz wird da geschwungen. Das können Sie so ablesen. Das wollte ich nochmal wiederholen. Also wenn der Realteil negativ ist, haben wir Abklingen und dann kommt hier noch ein Imaginärteil dazu, der sorgt fürs Schwingen. Wenn wir dagegen keinen negativen Wert unter der Wurzel haben, wenn der positiv ist, 0 ist ja nicht so spannend, wenn der Wert unter der Wurzel positiv ist, kriegen wir das Lambda 1, 2 ist gleich. Schauen wir uns das an, der Wert unter der Wurzel positiv. Sie nehmen, was vor der Wurzel steht, ins Quadrat, aber ein bisschen weniger. Die Wurzel wird im Betrag weniger sein als r durch 2l. Denn unter der Wurzel steht r durch 2l ins Quadrat und ein bisschen abgezogen. Die Wurzel ist etwas weniger als r durch 2l. Minus r durch 2l plus minus die Wurzel. Das heißt, es bleibt negativ. Sie kommen nicht ins Positive, es wird auch nicht 0 werden. Beide Lambdas sind kleiner als 0. Das heißt, und reell natürlich, das sollte ich auch hinschreiben, beide Lambdas sind reell und negativ. Das heißt, wir kriegen in beiden Teillösungen hier einen exponentiellen Abfall. Ein Gemisch aus zwei verschiedenen exponentiell abklingenden Funktionen. Das kriegen wir da, wenn der Wert positiv ist. Beim harmonischen Schwinger in der Physik genauso. Das ist ja eine ganz ähnliche Differentialgleichung. Die Größen heißen anders, die Konstanten heißen anders, aber dasselbe Verfahren.